Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Natürlich, du bist natürlich was ganz Besonderes. Hallo YouTube, hier zurück im Prolog vom Thief. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Hahaha. Ach, welch ein schönes Wortspiel. Also, hier ist der Icebox von Icebox HD und wir sind zurück bei Let's Play Thief. Immer noch im Prolog. Wir bewegen uns hier im Dunkeln und machen uns jetzt auf den Weg, dieses Ursteinkraft-Ding, von dem Aaron im letzten Teil gesprochen hat, zu besorgen. Drücke X in Bewegung, um zu sprinten und schnell von Schatten zu Schatten zu... laufen. Zack. Das hat ja wunderbar funktioniert. Von einer Dunkelheit in die nächste. Quasi gelaufen. Jetzt klettern wir hier hoch, ducken uns wieder. Schleiche dich langsam von hinten an den Wachmann an, ducke dich, um nicht entdeckt zu werden. Ich ducke mich, um nicht entdeckt zu werden. In der Nähe argloser Personen halte Quadrat, um sie zu bestehlen. Das machen wir. Zack! Bronson, komm mal her! Charles Bronson. Geh mal hin. Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Ist die Blöde wieder da hoch und wir können da noch nicht hoch. Auf bestimmten Oberflächen wie Wasser sind Bewegungen geräuschvoller. Klar, das macht da plitsch, platsch, plitsch, platsch. Geht geduckt durch das Wasser, um unbemerkt zu bleiben. Wir sind geduckt. Und gehen jetzt langsam leise durch das Wasser. Na, ich habe trotzdem Plitschplatsch gehört, aber eher nicht. Oh, was haben wir denn da? Da liegt doch was, da liegt doch was. Zack. Zack. Gesundheit. So. Gehe zu dem Behälter und nimm die Wasserpfeile an dich. Das wird wieder so eine Geschichte mit Drücke, ne? So. Die Wasserpfeile. Berühre und halte das Touchpad und markiere den Wasserpfeil im Inventar. So, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Da sind sie. Zack. Schieße mit dem Wasserpfeil auf offene Flammen, um diese zu löschen. R2 war, meine ich, der Bogen. Und dann machen wir es jetzt dunkel. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Ja, das fragen wir uns alle. Gibt es hier noch etwas für uns? Nein. Dann gehen wir weiter. Wieder leise durch das Wasser. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. So. Dann nehmen wir hier 3 Gramm Aschenbecher mit für die nächste Zigarettenpause auf dem Balkon und schleichen uns jetzt hier langsam die Treppe rauf. Es tut mir leid, liebe Freunde, dass ich mich hier wirklich so langsam leise und... Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Oh nein, was hat sie getan? Komm schon, was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. So, dann legen wir den auch in den Schatten. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du.
Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Heavy, heavy. So, schauen wir mal. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Die Wachen sind ja jetzt im Moment irgendwie nicht da. Irgendwo in den Ecken noch was? Nein. North Quest, okay. Da hoch geht es nicht, alles gut. Dann gehen wir hierhin zurück. Aber vorher wollen wir natürlich durch das Schlüsselloch schauen. So, da scheint niemand hinter zu sein. Das ist gut. Schlossknacken. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Ich will nicht weg. Ich will nur niemanden umbringen. So, machen wir die Tür auf. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Tripp Aaron auf dem Dach. Bleib außer Sicht. Also bleiben wir außer Sicht. Nimm eine Flasche und rüste sie im Inventar aus. Halte R2 und lasse los, um Flaschen zu werfen. Wirf sie weit genug von den Wachen weg, um diese abzulenken. Wir sind hier ja noch im Dunkeln. Das ist auch gut so. Wir brauchen die Flasche. Nein. Na, komm her. Ah. So. Die Flasche möglichst hinter den Wachmann schmeißen, damit dieser sich rumdreht. Sonst bringt uns das Ganze ja nichts. Was war das? So, jetzt komm schon. Zack. Wieder in die Dunkelheit. Ich schlage vor, du bleibst versteckt, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ich weiß, was sehr gut für mich ist. Ich hatte auch gar nicht vor. Tja, nicht jedes Geräusch. Hey, was war das? Was? Da hat sich doch... Wieso hat er mich denn gesehen? Na super. Er hat mich gesehen. Ja. So. Bleib außer Sicht. Da ist die Flasche. Wir nehmen mal die. Vielleicht ist diese besser. Zack. Ein Wurfobjekt. Wurfobjekt ausrüsten. Ah, geht das wieder los? So, schmeißen wir die Flasche. Möglichst weit nach da hinten. Hey, habe ich da gerade was gehört? Nein, hast du nicht. Doch gar keiner da. Schleicht hier jemand herum? Nein. Ich bin gar nicht da. Aber irgendwo da hinten habe ich einen gesehen. Da war nichts, schätze ich. Genau. Deswegen, weil er hier reinguckt, hat er mich vorhin gesehen. Komm, geh wieder zurück an deinen Ausgangspunkt. Du hast hier nichts verloren. So, die Schachfigur. Und jetzt hier rüber. Wir sind immer noch im Dunkeln. Nee! Falsch. So, jetzt können wir hier nach oben. Der Kleine guckt wieder in die andere Richtung.
heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um mein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir, aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. So, die Wache läuft. Die läuft ihre Wege, wir müssen nach da oben. Aber wir wären ja nicht Geralt der Meisterdieb, wenn wir nicht da unten dieses funkelnde Ding mitnehmen würden. Der läuft also immer hin und her. Okay. Er geht zurück. Wasserpfeile. Wer war das? So. Und jetzt schnell wieder nach oben, bevor er mich sieht. Bevor du dich mit mir anlegst, bleibst du besser versteckt. Ja, bleib ich. Ich bin auch schon wieder weg. Ich habe mich geirrt. Ah. Genau, da war nämlich gar nichts. Da wollen wir also hoch. Okay. Ah, sie ist wahrscheinlich hier hoch, wie man an den Kratzspuren sieht. Frauen hinterlassen ja immer Kratzspuren und wir müssen das Seil nehmen. Also machen wir es auf die Männertour. Den hast du hoffentlich nur geschlagen. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Jawohl. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Na, klauen wir dem Mädchen das Ding. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. So, schauen wir, was passiert. Wir sind am Ziel angekommen. Ist das Steinchen, was wir haben wollen. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel. Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt. Und industrielle Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skimamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Sind wir gesehen worden. Keine Bewegung. Ah.
Aha, nun haben wir den Prolog hinter uns gebracht, haben etwas über einen Urkraftstein gehört, haben ihn in Aktion gesehen und wir sind auch für heute durch hier. Das war der Prolog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Falls ihr mehr von Thief sehen wollt, dann vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bin für heute raus und sag wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.